Und hallöchen und herzlich willkommen. Wir sind hier im Mittelalter am 22. Juni 807 angekommen. Und ich habe eine Nachricht, die ich erstmal lesen muss. Der Freund eines Freundes ist mein Feind. Ein Motto, nach dem ich zu leben versuche, und eine einfache Wahrheit. Ein Freund eines Freundes wurde mir vorgestellt und ich fühle sofort eine Art Verbindung mit diesem Fremden. Nur dummerweise wird er mir vom Herzog Fernando von der Gascogne vorgestellt, der mich jetzt schon 3-4 Mal verprügelt hat. Ich denke trotzdem, dass wir Freunde werden. Bums, ihr werdet verprügelt. Ja, nein, damit herzlich willkommen. Oh, ich werde mir es unwohl. Ein eigenartiges Unwohlsein. Krankheit behandeln lassen. Der Hofarzt wird gerufen. Der Hofarzt muss hier auch Doppelschichten schieben bei mir, muss ich mal sagen. Dafür ist er da. Der soll ich nicht haben. Oh oh, was ist denn jetzt? Gestern erschienen Flecken auf eurem Gesicht, die sich und so weiter rasch ausbreitern. Ich hab die Blattern. Bleib fern von mir. Oh, ich hab die erste richtig böse Krankheit. An denen fast die Hälfte der Erkrankten stirbt. Ja, Josef Blattern. Solange ihr wisst, was ihr tut. Ja, ich bin sonst sowieso tot, also da bringt's auch nichts mehr. Aha. Aber wies euch an, euch zu entkleiden und damit erhobenem Hinterteil niederzuknien. Als ob dies nicht schon unangenehm genug war, wäre trieb euch der Anblick des Instrumentes, das sein plötzlich in den Händen hielt, beinahe in die Flucht. Abraham schien zu verstehen, was in euch vorging, denn er tätschelte euch beruhigt die Schulter und bat euch, nicht so verkrampft zu sein. Naja gut, ich fühle mich tatsächlich etwas besser. Ich meine, gut, ich bin ein homosexueller Charakter. Also, ich will ja jetzt nicht irgendwie blöd rüberkommen oder so, aber... Ne? Wer sich übrigens wundert, ne, was denn diese lustigen Blattern sind. Die Blattern sind also die Pocken. Ja. Und die Pocken gelten momentan als ausgerottet, glaube ich, ne? Ja, auf jeden Fall. Obwohl es noch Pockenstämme gibt, also in den Labors natürlich, um Zeug zu züchten. Um sozusagen den Weltuntergang vorzubereiten, gewesen, wie es ist. Ja, und da war es dann eine Zombie-Seuche, das kennen wir alles. Die gute alte Zombie-Seuche. Mich wundert nur, dass ich hier hinten die Blattern kriege, obwohl das meilenweit weg von mir ist. Naja, gut. Die Fieberkrankheit. Ja, hast du dir wieder mal so eine ganz hübsche kleine Süßigkeit schicken lassen aus England, ne? So. Oh, ich verliere die Blattern. Ich hab's geschafft. Ich hab die Krankheit besiegt. Ja, du könntest dich darüber natürlich jetzt freuen, aber leider bist du immer noch depressiv. Ja, leider bin ich immer noch voll depressiv. Du bist so emo einfach. Auf jeden Fall. Ich würde am liebsten einfach nur Schafe zählen. Den ganzen lieben langen Tag Schafe zählen. Find ich gut. So, ich wär jetzt cool, wenn sich hier in meinen... Ortschaften, die Leute sich endlich mal entscheiden könnten, statt germanisch endlich mal meine Religion katholisch anzunehmen. Das wäre sehr hübsch. Ich meine, das ist ja nicht so, dass ich das hier aus Spaß mache oder so. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich fände es irgendwie ziemlich cool, wenn ich jetzt mal Anspruch auf Würzburg kriegen würde. Alter Schwede, also der, ne, der zweite Matthias von Hermann, der würde so ein richtig blöder Charakter werden. Ja, aber der Philibert ist ja jetzt noch in der Startlöcher. Hör mir auf, du mit dem, du. Hauptsache, die machen die irgendwelchen Blödsinn, die Kinder. Mal ein bisschen zu doll spielen und schon, sind alle geschlechtskrank, weißt du? Naja, du meinst außer dein verrückter Matthias. Warte mal ganz kurz. Wie meinst du das, wenn die Kinder miteinander spielen, sind sie geschlechtskrank? Genau so, wie ich es gesagt habe. Aber wie? Moment mal. Hallo? Inzest ist Winzest oder was? Hallo, das verstehe ich nicht. Das ist ja sehr interessant, was du so vorstellst. Ja, nee, muss man akzeptieren auch. Also kann man nichts machen. Was ist denn jetzt los? Und wieder mal. Die will mich schon wieder irgendeiner Kandidaten vorstellen. Das ist doch völlig bekloppter Kandidat. So, da oben haben wir jetzt ein paar, ne? Ich muss mal ganz kurz ein bisschen meine Pflichten als Lehnsherr wahrnehmen. Mach das mal, ne? Oha, wir haben gerade wieder Kampffortschritt in Navarra verloren. Ich glaube, weil wir geschlagen wurden, ich bin mir nicht ganz sicher, oder?
Ich glaube es. Hier, der will mich schon wieder einladen. Nein, ich komme nicht zu deinen bekloppten Feiern, weil ich da immer nur verkloppt werde. Das hatte ich in meinem Testspiel. Da hat mich der eine auch andauernd eingeladen, mit ihm dann dieses Strategiespiel zu spielen, dieses Brettspiel. Und dann haben wir das 10-mal gespielt, bis ich gestorben bin. Immer wieder gespielt, gespielt, echt? Gespielt. Ja, ja. Ihr wurdet spielsüchtig. Ja, naja, ich nicht. Aber der mich eingeladen hat. Ich habe mal gewonnen, mal habe ich verloren. War ganz witzig. Das war schon, als ich König war. Cool, so lustig. So, ich habe ihn vertrieben. Bin ich ein guter Lehnsherr. Ich bin ein so guter Lehnsherr. So, hier haben wir die Schanze aus Erde noch nie weiter ausgebaut. Hä? Nee, ich rede noch gerade mit meinem Baubeauftragten hier. Das finde ich cool. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, dass ich mit Adaltrude absolut nichts gemeinsam habe, dass wir niemals Freunde sein werden. Und jetzt habe ich eine, gerade eben das, ne? Also da konnte ich auch nichts auswählen, sondern das war einfach eine Feststellung. Wir haben miteinander gesprochen und ich kann die Person hier ausstehen und wir werden niemals Freunde sein. Und jetzt gerade, Adaltrude wurde von einem gemeinsamen Freund vorgestellt und wir redeten eine Weile gemeinsam. Wir hatten unsere Differenzen und Streitigkeiten, auch dann fanden wir Gemeinsamkeiten und ich hatte Spaß daran. Adaltrude scheint eine anständige Person zu sein. Wir können niemals Freunde sein, aber was ist denn das? Wir können keine Freunde jetzt, sein. Wir können niemals Freunde sein, aber jetzt können wir Freunde werden. Na, also ich finde, das klingt für mich völlig logisch. Für dich nie, oder was? Tja, was mache ich denn bloß mit meinem Erstgeborenen? Also mein Erstgeborener ist leider eine absolute Flachzange. Das ja, muss man jetzt mal so sagen. Den wirst du inhaftieren und dann dazu auffordern, die Gelübde abzulegen. Wenn er nicht vorher stirbt. Alternativ kannst du ihn mit 20 Mann runterschicken zum Heiligen Krieg und dann gegen die 4700 antreten lassen, wenn du Glück hast. Dann wird er im besten Fall noch gekidnappt und mich müssen dann später wieder nehmen. Das stimmt. Ne? Also inhaftieren und Gelübde ablegen lassen. Was ist denn jetzt? Bin ich eine anständige Person? Ich sehe, unser König ist gestorben. Ja, und ich bin jetzt Teil des Sachsenkönigreiches. Unser König ist also gestorben. Geile Sache. Woran ist denn unser König gestorben überhaupt? Geile Sache. Bei einem Unfall ist er gestorben, im Alter von 19 Jahren. Das war natürlich nicht unbedingt so die lange Sache. Also, wir sehen also, spannend ist tatsächlich, dass die anderen Königreiche alle zusammengeblieben sind. Burgund, Ostfranken und Aquitanien. Nur du bist tatsächlich abgespaltet an die Wulfigulu. Und warum hat die Wulfigulu das bekommen? Das möchte ich auch mal wissen. Warte mal, Königreich von Sachsen, Geschichte durch Erbschaft erworben. Gehört aber zum Haus Gotthelming. So, warte mal, was muss ich denn jetzt tun, um hier König von Sachsen zu werden? Von wem hatten die das bitte geerbt? Die hat das überhaupt nicht durch Erbschaft hä? ...1066%, warte mal ganz kurz. Ich glaube, ich könnte der jetzt direkt, weil ich sowieso... Ah, dann mache ich das oder mache ich das nicht? Warte mal jetzt ganz kurz, das ist jetzt die Frage. Wen könnte ich damit auf meine Seite ziehen? Die Frage ist, was passiert, wenn du die drei Töchter alle umgelegt hast? Nee, ich habe jetzt gerade eine Fraktion, und zwar Königin Wulf Gifu von Sachsen stürzen. Stärke 700 Männer entspricht komischerweise 11.666,6%. Was ich gerade irgendwie ein bisschen hoch finde. Aber das ist nur meine Ansicht. Naja, weiß, das ist einfach die prozentuale, ne? Also. Ja, aber jetzt weiß ich halt gerade nicht, ob ich den Krieg jetzt eröffnen sollte. Aber darf ich dir mal eine Frage stellen? Mhm. War Weimar nicht deine? Ja, eigentlich schon. Deswegen ist auch 1000 noch was Prozent, weil sie hat exakt einen einzigen Soldaten und der befindet sich zurzeit als Garnison in Weimar. Und Weimar ist gerade an sie gefallen. Die ist gerade aus dem Nichts gekommen, hat sofort eine Grafschaft bekommen. Wie gesagt, ich habe auch hier das Haus auch, das... Ich weiß nicht, wie sie diesen Titel geerbt hat.
Die Frage ist jetzt aber für mich, wenn ich jetzt einen Krieg ausrufe gegen die, stehe ich dann noch gegen die ganzen anderen Fürsten? Du stehst gegen das gesamte Königreich Sachsen, wenn du alleine gegen sie kämpfst. Aber ich sage mal, das besteht eigentlich nur aus dir, Holstein und Braunschweig. Naja, aber Holstein und Braunschweig kriegen trotzdem viele Soldaten aufs Feld. Ja, dann gründe doch eine Fraktion. Hab ich doch gemacht. Naja, bitteschön, dann warte doch, bis du die Möglichkeit hast, dir ein Ultimatum zu stellen. Und alle, die in der Fraktion dabei sind, werden mit dir kämpfen. Ich könnte der Königin jetzt schon ein Ultimatum schicken. Ja, wer ist denn in der Fraktion alles drin? Niemand, nur ich. Achso, na dann sollst du vielleicht ein kleines bisschen warten, bis da jemand einsteigt. Oder fragen, ob du die Fürsten einladen kannst zu deiner Fraktion. Das ist eine Idee, warte mal. Die mögen mich alle nicht so. Ich schenke denen mal ein bisschen Geld. Mal gucken, ob wir das ändern können. Ich finde das cool, dass Aachen mit zu euch gehört. Das ist ein Traum. Aber es stimmt, du hast recht, ne? Die Königin, die ist ja einfach, die hat sich einfach in Weimar breit gemacht, warum auch immer. Ich weiß auch nicht, wie sie diesen Titel bekommen hat, denn da steht jetzt drin, dass sie hätte ihn durch Erbschaft erhalten, aber... Das ist unmöglich. Ja, weil sie hat überhaupt keine Verwandtschaft mit... Ich weiß nicht, wie sie diesen Titel jetzt tatsächlich erlangt hat. Und warum sie? Warum nicht der Vater? Also... Das ist jetzt seltsam, muss ich auch sagen. Ich bin gerade sehr komisch. Ah, okay. Über die Mutter wahrscheinlich. Weil ja. Die Mutter ist eine Tochter von Karl dem Heiligen, also... Dem Großen, ja. Unserem Karl. Aber toll, dass die mir dann einfach ein Besitztum wegnehmen kann, was ich ausgebaut habe. Ja, weil sie ja eine Grafschaft braucht. Ja, genau. Dass es da dich trifft, ist halt schon. Dass es da dich trifft, keine Ahnung, das ist Pech, aber. Das ist natürlich geil. Da kommt sie zu mir, nimmt mir einfach eine Grafschaft weg und bums und ich gucke aus der Wäsche. Naja, aber siehst mal so, du hast jetzt wieder eine Dings frei. Was? Eine Domäne. Naja, super. Nur kann ich nie gegen die Krieg führen. Weil? Na, jetzt noch nicht. Ich würde übelst gern gegen die Krieg führen, aber dann führe ich auch gegen alle anderen Fürsten Krieg. Ja, die Fürsten werden ja nur die Lehnsaufgebote stellen. Nicht sich selbst. Verstehst du? Aber denkst du? Also die werden nicht ihre Domänen. Nee, aber ihre Lehnstruppen. Ich meine, der eine hat 597 und der andere hat... Ja, 467. Aber was ziehen die da aus Lehnstruppen raus? Abgesehen davon, du kannst ja, wenn du dir da so unsicher bist wie sie, was sagt denn dein Finanzstand? 30, ich habe jetzt gerade ein bisschen Schmiergeld verteilt. Du bist immer so großzügig mit Schmiergeldern. Kannst du von den Juden was nehmen? Das habe ich schon genommen, um meine Provinzen auszubauen. Ich wollte gerade dich fragen, ob du mir was geben könntest. Ich habe nur noch 256. Naja, das Problem ist, also was eben halt jetzt Fakt ist, also aktuell ist die Stärke meiner Fraktion eben halt so gigantisch groß. Klar, das liegt auch daran, weil die das eben selbst halt selbst wenn die ihre Provinz wieder voll bewaffnet hat, sind das 59 Mann. Na, die ist meinst jetzt du, 8 Jahre alt. Meinst du, ich sollte ihr mal das Ultimatum stellen? Stell dir halt das Ultimatum, was soll denn passieren? Naja, Krieg im schlimmsten Fall mit allen anderen. Ja, aber die dürften eigentlich nur die... Was ich stell, kannst du mal langsam machen? Ich stell dir mal das Ultimatum, wir gucken mal, was rauskommt. Hast du ich hab Zeit eins, runter? Ich habe eins runtergenommen, ja. Gucken, was er macht. Das bedeutet Krieg, okay. So, naja, gut, das ist wirklich nicht so viel an Militär. Darfst da hinten in die holsteinische Armee halt nicht... Oh, die ist weg, sehr gut. Naja, dann, los geht's. Viel Spaß. Lass knacken. Naja, dadurch, dass die mir ja halt so viel schon geklaut hat, das ist schon blöd, ne? Du kannst aber das Werle einfach so erstürmen. Du musst das nicht mal belagern.
Ach stimmt, da ist er nicht. Stimmt, recht. So, bei wie viel Kriegszustand bist du jetzt? Bei 3%. Naja, dann belagerst du halt noch was. Du hast vorhin gesehen, wie viel waren da bei dem Lüneburger oder was es auch gewesen ist? Was? Wie viel Armee ist denn da abgehauen? Du hast gerade gesagt, da ist Armee abgehauen. Die ist nicht abgehauen, die hat sich aufgelöst. Der hatte eine Rebellion, gegen die er gekämpft hatte. Ach so. Also das ist schon vorbei. Die ist weg. Momentan sehe ich keine Truppen mehr. Ich sehe auch keine mehr. Das macht mich jetzt aber auch ein bisschen nervös, wenn ich ehrlich bin. Wie viele Leute hast du insgesamt? 628. Dann wird das schon knapp mit dem Belagern da oben. Deswegen. Lübeck kannst du dir nehmen. Ich besiege jetzt erstmal hier die... Oh, was ist denn jetzt hier? Jetzt, da er älter wird, von meiner Erfahrung profitieren kann. So, die Armee ist erstmal geschlagen, ohne größere Verluste. Ja, renn hinterher und mach sie fertig. Sorry, dass wir jetzt mal so ein bisschen langsamer spielen müssen, aber oh, das hat irgendwie kaum was gebracht. Aber ich möchte ganz gerne das hier in aller Ruhe machen, okay? Weil das, glaube ich, die Lübecker Armee ist. Na, die hat ja nichts. Aber das kann ich doch eigentlich da mal gucken. Ja, der steht auch nur zufällig da rum. Ja. Was? Ich verliere die Eigenschaft Keusch. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Ja, ja. Na gut, das ist hier in dem Moment ist erstmal auch egal. 3%, ne, das bleibt dabei. Ich muss mir jetzt mal Lübeck holen. Na, weil ich glaube, die Lübecker Armee, die steht nur zufällig irgendwo rum. Der ist dann im Krieg, der hat die zufällig gerade ausgehoben, aus irgendeinem Grund. Mhm. Ist jetzt aber nicht irgendwie an dem Krieg tatsächlich selbst beteiligt, deswegen... Ah. Was denn jetzt? Ich bete zu Gott, dass Philibert genesen wird. Das ist schlecht. Mein guter Sohn kriegt gerade eine Krankheit. Ja, und zwar nichts Gutes. Was hat er? Ach. Lungenpest. Oh, shit! Such dir eine Frau, Junge. Oh, shit! Such dir eine Frau. Du bist nicht mehr Keusch. Such dir eine Frau. Oh, das kann ja echt nicht wahr sein. Ja, es gibt aktuell nur altes Material. Dann lad dir eine an den Hof ein. Das habe ich auch so gemacht. Oh, na gut, hier ist eine. 37. Was ist die gerissen? Wohltätig, keusch. Na gut. 37? Gebildet, gierig. Du brauchst was Jüngeres. 28. Dann nehme ich hier die lad Sophia. Lad doch eine an deinen Hof ein. Eine Debütantin. Ein oder zwei. Und dann guck sie dir an. Weil aber die kosten doch... Kosten die nicht Geld? Ja, dann kriegst du von mir ein kleines Geschenk. Also das kann ich ja, glaube ich, gerade noch so leisten. Bildet ein neues Kaiserreich. Schön. Debütantin. Heirat? Naja, da kam jetzt ein 17-jähriges Mädel rein. Ehrlich, stolz, tapfer und gemäßigt. Wäre das denn auch okay? Naja, siehste. Aber was die ist halt nix, da kriege ich 300 Prestige Abzug. Ja, scheiß auf den Prestige, oder? Es geht gerade darum, dass du einen vernünftigen Erben hast, oder willst du mit einem verrückten Louis Kranken spielen? Nein. Ja, bitteschön. Oh, Krumbold hat die Behandlung von Philibert völlig vermasselt. Mein Sohn geht es schlechter als zuvor. Naja, es hat eh die Lungenpest, was will er machen? Ah, oh, da ist nicht mehr viel zu machen. Das Ding ist, standardmäßig hat man eine Gesundheit von 5. Er hat durch die Lungenpest minus 4 und durch die schlechte Behandlung minus 1. Ja. Außerdem ist er träge. Super. So, bin ich jetzt mal verheiratet? Ja, Gott sei Dank. Ah, oh, sieht doch ganz hübsch aus, das Mädel. Ja. Alter Schwede, das ist aber auch wirklich... Pech, das muss man mal wirklich so sagen. So, trotzdem, wenn du... Na gut, ich meine, ich mache zwar Plus, aber ich meine, ich bin für jedes Geldgeschenk offen, ne?
Ja, das Ding sind halt gleich 50. Also wenn es bei dir knapp wird, sag Bescheid, dann kriegst du es. Ja, Philibert ist gestorben. Ja, das war ja klar. Yes! Fuck. Na, das ist richtig geil jetzt, muss ich mal wirklich sagen. Ohne Mist, also das ist wirklich mal... Das ist wieder so ein Ding, wo dir das Spiel so richtig den Mittelfinger zeigt. Wo das Spiel dir so richtig zu verstehen geben will. Weißt du? Super. Ja, das passiert halt, ne? Ach, na fantastisch. Was denn jetzt? Mein Gatte ist gerade an Krebs gestorben. Schön. Kann man jetzt so sehen? Oder nicht? Es war halt mein Kanzler, mein... Mein 15er. Zum Schluss nur noch 11, ich geb's zu. So ein falscher 50er. Die Frage ist, ich bin mit meiner Tochter eigentlich echt zufrieden. Oh Mann, ey. Das ist mein Charakter gestresst und immer noch depressiv, ey. Das ist doch echt blöd. Oh Mann, ey. Sieg, 5%. Hey, ist gleich, passiert da so gut wie gar nichts. Ach, weißt du was, ich bleib unverheiratet. La, 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 la. Was ist denn los? Ich muss gerade mal jetzt gucken, ich muss hier irgendwie ein bisschen was erobern. Ich glaube, du musst vor allem die Provinzen von den Herzögen erobern. Also ja, sprich Holstein und Braunschweig. Ich weiß nicht, ob ich das hinkrieg. Nee, mir fehlt ganz knapp zu wenig. Also ich habe ganz knapp zu wenig. Kannst du noch Leute ausheben jetzt bei dir? Sonst geh erstmal nach Braunschweig, das sind weniger. Braunschweig? Nee, warte mal, ich kann gerade mal Zelle erobern. Ja, Zelle hole ich mir jetzt erstmal. Ich glaube auch nicht, dass Zelle dich so weit voranbringt. Aber ansonsten, Braunschweig sind weniger Leute. Das ist vor allem eine Herzogsprovinz. So, mal gucken, ob ich da rankomme. Sonst muss ich halt neu ausheben. Orléans, das gehört auch noch zu deinem Königreich, ne? Was? Das ist ja geil, Tatsache. Da kannst du auch noch richtig was belagern. Orléans. Ah, hier, so. Jetzt klappt's erstmal. Braunschweig kann ich erstmal belagern. Sag ich doch. Braunschweig und auch Orléans kannst du auch bis... belagern. Wunderschön. Wunderschön. Ich meine, wenn einer einen Aufstand tut, kann er auch eine Reise machen, ne? Genau, wenn einer eine Reise tut, dann kann er dafür zahlen. Ne? Genau. Ach nö, warum musste denn der Philibert eine Lungenpest kriegen? Das ist doch echt unfair. Boah, ich bin aber echt gebeutelt. Ich meine, ich komme voran, aber was meine Nachwuchsgeschichten betrifft, bin ich echt gebeutelt. Also ohne Mist. Vor allem sagen, wenn man auf dich klickert, sieht es ziemlich cool aus, weil deine Eltern haben den grünen Totenkopf, dein Sohn hat jetzt den grünen Totenkopf. Ich weiß. Naja, no? Die sind so, das ist so ein richtiger Siechverein. So ein kleiner Krankheitsmagnet, hä? Na, besser du als ich. Ich kann einen Berater einstellen. Alle sind so am Rumsiechen, weißt du? Mal einfach zu. Wie sieht's denn jetzt bei dir aus? Ich versuche Anspruch zu generieren, spare Geld und bin halt da. Schön. Das ist doch schön. Ich habe schon lange solche Musik nicht mehr gehabt. Muss ich mal zugeben. Ne, echt, ja? Oh. Ich habe immer so die normale, ruhige Musik. Weißt du? Ist voll traurig. Voll traurig. Das macht mich ein bisschen traurig. Tja, aber das wird ein recht einseitiger Krieg, so wie das hier aussieht. Meinst du? Mach mal, guck mal einmal. Ich meine, guck mal, ne? Was? Beruf 5%. Na gut. Tatsache, ey, hier hinten ist Sachsen, das ist ja völlig verrückt. Ich finde das voll witzig. Ich könnte ja Hinz und Kunz könnte ich helfen, Herzog von Franken zu sein. Nur mich selbst kann ich da nie reinbringen. Das ist ziemlich cool, würde ich mal sagen. Das ist richtig. Also den Grafen von Amiens kann ich da einsetzen.
eine Fraktion gründen. Oder hier, die Gräfin von Foretz. Gesundheit. Foret. Also die Frau des Grafen von Foret. Mhm. Ne? Könnte ich alles tun, aber warum? Naja, ich meine, warum nicht, ist die Frage. König Aldeschis der Peiniger. Na, das finde ich ja schön, dass wir so einen König mit so einem Beinamen haben. Soll ich ein Bastard? So, jetzt bin ich bei 8%. Also es geht echt langsam voran, muss ich mal sagen. Ja, haust rein. Belager mal jetzt noch das Kloster in Braunschweig und dann gehst du runter und holst dir mal das Orléans. Ich überlege, ob ich zwischendurch nochmal schnell meine Armee auflöse und nochmal neu aufstelle, weil ich habe 120 Mann neu dazu. Oder du gehst nach Osnabrück und machst das mal noch platt. Das überlege ich halt auch. Nimm halt alles mit. Wahrscheinlich wirst du tatsächlich alles mitnehmen müssen. Ich glaube es ehrlich gesagt... Oh, warte mal, was ist denn jetzt? Eine Nachricht über ein Verlöbnis arrangieren von Basilu Auluni erhalten? Wie heißt der Knilch? Was? Das Großkhanat von Alauni? Wo ist denn das? Was? Wie heißt der Knilch? Der Kagan Basil der Keuche. Das Groß... Entschuldigung, das Großkhanat von Alauni. Wo ist denn das? Ach, dort. Die Schwester. Naja, nee, machen wir mal ablehnen. Falls hier alles schief geht, dann muss eben halt alles schief gehen. Basil der Keusche. Der Keusche. Das ist vielleicht ein verkrankter und verlotterter Laden, den ich hier hochgezogen habe. Ey, ist ja unglaublich. Ohne Mist. Der eigene Nachfolger Louis, die einzige Hoffnung, an Pneumonie verstorben. Die Eltern davor an Pneumonie verstorben. Und an Krebs. Also irgendwie, es liegt ein Fluch auf dieser Dynastie, würde ich mal jetzt so behaupten. Aber dafür wächst Plauen und gedeiht. So gut, ne? Oder? Oder nie? Selza von Leiningen vergöttert mich. Ah, das ist schön. Ich könnte jetzt meine Schwester mit meinem Sohn verheiraten. Na dann, los geht's. Das wäre dann der Gipfel. Das wäre dann der Gipfel. Es wäre schön, wenn meine Frau schwanger werden würde. Bisher passiert da nicht viel. So, ich habe einen Erben herangezogen. Sehr schön. Ja, schön, aber was zum Teufel sollst du mir bringen? Ich werde dem Herzog vom wahrscheinlich größten Herzogtum der gesamten Welt hier einen Krieg erklären, um die Grafschaft von Sundgau zu beanspruchen. Oh, ich habe gerade, entschuldige, ich habe gerade ein Ereignis, und zwar das Ereignis Irminsul. Ihr habt eine der wichtigsten heidnischen Stätten der germanischen Heiden eingenommen, den heiligen Baum Irminsul, von dem es heißt, er sei von zentraler Bedeutung für den heidnischen Glauben der Sachsen. Für sie ist Irminsul der Weltenbaum, von dem sie die Stärke und Inspiration beziehen. Zündet sie an, also die Irminsul, erlangen 50 Prestige und 100 Pietät, erhaltet sie und errichtet eine prächtige Kirche an dieser Stätte. Haltet euch fern von diesem Teufelswerk. Ich glaube, ich werde mich hier tatsächlich am Original halten und das Ding anzünden. Warum? Was ist denn, wenn du da eine Kirche baust? Ja, verliere ich 50 Gold, das habe ich nie. Ich habe 50 Gold nie. Wäre zwar interessant, also mir fehlen dafür 8 Gold. Wenn du dich von dort verabschiedest? Dann verliere ich 30 Pietät. Oh, wie schlimm. Ja, mach mal vielleicht. Ach ne, ich werde doch mal eine Kirche drumherum bauen. Müssen wir schnell ins Plus kommen. So, wir ziehen mal schnell nach Osnabrück. Jetzt bin ich bei 20%. Wir haben es ja hier gleich wieder ausgeglichen. Oh, ein bescheidenes Geldgeschenk von 47. Das ist aber... Oh. Eine... Das ist ja eine... Ein Darlehen nennt man das. Möchtest so, jetzt du vielleicht was zu Irminsul? Ach, das haben sich schon oben ein paar Soldaten gebildet in Holstein. Sehr doof. Schief. Möchtest du was zu Irminsul erzählen? Zur originalen, ehrlichen, echten, damals?
Du kannst gerne was dazu sagen, wenn du das möchtest. Ja, das ist aber dein Fachgebiet. Naja, ich meine, es ist ja schon alles vorgelesen. Also dieser Glauben über einen Baum, über einen Weltenbaum, an dem sozusagen mehrere Welten, also Himmel, sowas wie Himmel, Erde, Hölle und zwischendrin, so wie das jetzt gerade klingt, hängen, gibt's ja überall, gibt's ja auch im nördlichen, also im nordischen Glauben. Dort heißt das Ding allerdings, ich weiß nicht, nee, dort heißt es nicht Irminsul, dort heißt es, wie heißt es denn dort? Yggdrasil? Ikea, ach nein. Yggdrasil, der Weltenbaum, ist das im sozusagen für die Wikinger im Norden. Und damit ist im Prinzip viel verbunden. Also die Irminsul hier, so galt halt sozusagen der Glaube, jetzt stehen wir bei 78%. Die Irminsul, so der Glaube, stützt halt sozusagen den Himmel. Einerseits und ist andererseits im Prinzip so eine Art, Personifikation oder, naja gut, Personifikation vielleicht ist nicht, aber könnte man denn das sagen, halt eine enorme symbolische Bedeutung. Ja, es ist ein Symbol halt für, ne? Genau. Genau, und, nein, ja. Erzähl. Ja, genau, nein, du hast da recht, also zum einen, was das Religiöse angeht, der germanische Glaube, also dieses klassische Heidentum, wie man das ja nennt, in dem er das Germanentum mit reinzieht, ist tatsächlich eigentlich so eine bunte Mischung aus einfachem Naturglauben und dem Glauben des Nordens. Das heißt, grob gesagt, wurde damals auch hier in den deutschen Gebieten die Götter des Nordens verehrt. Genau, das klingt jetzt so schön nach Game of Thrones, ne? Und daher, du hast ja schon gesagt, auch diese Verbindung mit dem Weltenbaum. Ja. So als Beispiel dafür. Und die originale Irminsul wurde damals von Karl dem Großen angezündet, weil der das für eine spontan gute Idee fand. Ja. Hat sich allerdings nicht unbedingt so gut rausgestellt, wie er das gedacht hatte. Das hat natürlich den Konflikt zwischen Franken und Sachsen weiter verschärft. Absolut. Und hat natürlich auch Auftrieb wiederum gegeben an den Widukind und seinen Aufstand. Und man muss auch sagen, natürlich, es gibt im Star Wars Episode 4 so ein schönes Zitat, wo die Prinzessin Leia sagt, je härter euer Zugriff sein wird, umso größer die Gegenreaktion quasi. Ne? Also je härter man zuschlägt, umso mehr treibt man in die Arme des Widerstandes. Und das war in dem Fall halt auch genau einfach der Effekt des Ganzen. Deswegen stellt auch die Verbrennung der Irminsul auch einen wichtigen Punkt dar in diesem gesamten Konflikt zwischen Frankreich und Sachsentum. Genau. Außerdem dieses kleine Massaker, ne, wo dann ein paar Leute geköpft wurden, eine ganze Menge. Also bloß ganz kurz, eine kleine Sache, das war jetzt gerade ein bisschen falsch, ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, der hat sozusagen die Irminsul nicht anzünden lassen, sondern der hat sie einfach fällen lassen. Aber hat er nicht das Holz dann hinterher auch verbrannt? Gott, nochmal, ey. Bis du drei Müll bekommst. Das weiß ich jetzt nicht, ob er das danach hat noch verbrennen lassen, aber auf jeden Fall, das hat er schon gereicht. Also im Prinzip frei nach dem Motto, unser christlicher Gott lässt euren Gott sozusagen, also stürzt das Symbol eures Glaubens, eures heidnischen Glaubens und es passiert nichts. Ja. So und das war die Wirkung und damit sozusagen hatte man das Ganze dort oben entzaubert. Das hat natürlich für eine mögliche raschere Ausbreitung natürlich auch gesorgt, obwohl man sagen muss, dass Karl der Große, man könnte sagen, das doch sehr stark mit Feuer und Flamme betrieben hat, dass die Sachsen christianisiert werden. Das hast du ja auch schon gerade angesprochen. Also das war wirklich kein gutes und kein schönes, in Anführungsstrichen, Kapitel dieser ganzen Geschichte. Es gibt ja auch diese berühmte Chronik über Karl den Großen. Das ist eigentlich auch die einzige richtige große Chronik, die es über ihn gibt, von diesem Mönch, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Vielleicht bist du da gerade... Burkhard? Ich weiß es auch gerade nicht. Aber meistens heißen die bekannten Chronisten immer irgendwie Burkhard. Ja, das kann sein. Der Mönch hat einen lateinischen Namen, glaube ich, gehabt. Mhm. Ist ja wurscht. Jedenfalls, allerdings muss man sagen, dass es gibt ja in der Geschichte keine Neutralität, weil derjenige, der es aufschreibt, hat immer einen bestimmten Blickwinkel drauf. Ja. Und im Mittelalter ist es natürlich noch viel krasser, einfach aus dem Grund heraus,
dass es da erstens nicht so viele Überlieferungen gibt. Der Kreis an Leuten, die lesen und schreiben konnten, war nicht so groß. Ja. Und zweitens, der Punkt ist, dass man damals noch viel mehr darauf bedacht war, sein Andenken in ein gewisses Licht zu rücken. Und dieser Mönch, dessen Name mir gerade nicht einfällt, das sind immer so Randerscheinungen der Geschichte, die keinen interessieren, man merkt's ja, der hat halt eine Chronik geschrieben, die Karl den Großen als Karl den Übergroßen darstellt. Also und dementsprechend hat er auch den Krieg gegen die Sachsen, wird in dieser Chronik als ein gerechter Krieg klärt, der den Menschen dort das Christentum, den Fortschritt, den Frieden und die Freiheit bringt, übertrieben gesagt. Und ja, allerdings muss man davon sagen, dass es da halt dann doch tatsächlich so ein paar andere Aufzeichnungen auch gibt, so vereinzelte, also nichts Zusammenhängendes, aber zumindest so vereinzelte, die halt eigentlich ein gegenteiliges Bild zeichnen. Ja. Und der Krieg gegen die Sachsen, den hat Karl mit aller Härte geführt. Er hat ihn geführt, um das Territorium zu erlangen. Wir haben es ja hier auch gesehen, das war also ein relativ großer Bereich, um den es da ja auch ging. Erstens, zweitens war mit dem Punkt Elbe dann auch natürlich die Möglichkeit gegeben, da eine natürliche Grenze auch zu beziehen. Drittens kommt natürlich dann der Punkt hinzu, er hat das natürlich auch mit religiösem Eifer geführt. Und wenn man natürlich sich die Geschichte von Karl dem Großen ansieht, weiß man auch, dass er sich immer auch als großer Verteidiger des Christentums mit hinstellen wollte. Und dazu gehörte natürlich auch die Rücksicht an eine möglichst erfolgreiche Christianisierung und ein möglichst großer christlicher Sieg. Und das hat natürlich dazu geführt, dass man entsprechend hartnäckig wurde. Das Mittelalter war sowieso, oder allgemein auch in der Antike schon, war Kriegführung immer ein extrem brutales Geschäft, unter dem die Zivilbevölkerung immer gelitten hat. Und in dem Fall war es echt extrem. Und die großen ritterlichen Tugenden, die zu dieser Zeit schon bekannt waren, sind da auch untergegangen. Also wie gesagt, ich habe es schon angesprochen, dieses Massaker hat stattgefunden, bei dem jede Menge sächsische Fürsten, Anführer zusammengetrieben wurden und geköpft wurden. Dass ein Augenzeuge niedergeschrieben hat, das Wasser des Flusses hat sich rot gefärbt. Ja, das stimmt, ja. Da muss also jede Menge Blut vergossen worden sein. Dann, wie gesagt, das Niederbrennen der Irminsul. Und das sind alles so Geschichten, die halt doch zeigen, wie hart und brutal das Ganze doch geführt wurde. Und dass eben, ja, dass eben Karl der Große als diese Lichtgestalt Europas, denn er wird ja auch heute immer noch, gerade auch vor dem Hintergrund der europäischen Einigung, wieder so ein bisschen mit als Lichtgestalt gesehen, eben doch auch seine Schattenseiten hat. Ne? Das ist absolut korrekt, ja. Ja, und wie gesagt, genau, du hast richtig gesagt, und das ist eben halt eine schwierige Zeit. Also man muss sagen, diese Hochzeit des Rittertums kam natürlich dann auch erst noch ein kleines bisschen später, aber es stimmt natürlich, Mensch, 97, jetzt gib doch endlich mal auf, Mensch, wie viel muss ich denn hier noch machen? Oh, der Krieg geht mir ganz schön auf den Zeiger. Ah, wenn ich diese kleinen Mini-Armeen hier schlage, kriege ich auch nicht mehr raus gerade. Das ist auch irgendwie nervig. Aus Holstein kommt da immer mal so eine kleine Pipsel-Armee, die hier irgendwas möchte. Ja. Aber wie gesagt, also eine äußerst unrühmliche Geschichte. Ich meine, es kam da natürlich auch zu relativ starken Hungersnöten in den Wintern dann darauf. Und wie gesagt, das hat also natürlich alles nicht dazu beigetragen, dass die Bindung des Volkes an Karl natürlich sehr eng war. Also das kann man auf keinen Fall sagen. Ja, also für Widukind war es günstig, wie gesagt. Denn er hat dann natürlich mehr Zulauf gehabt. Das stimmt. So, hoffentlich reicht es jetzt, Osnabrück einzunehmen, um diesen dämlichen Krieg zu beenden. Da oben schon wieder 46 Mann, um diesen dämlichen Krieg jetzt hier zu beenden. Weißt du, was ich machen werde? Das Orléans, das werde ich irgendjemandem schenken. Ich melde mich freiwillig. Willst du das haben? Ich bin Graf, ich kann es nicht nehmen. Und wenn, dann müsstest du es, glaube ich, auch meinem König schenken. Dann. Weil ehrlich gesagt, auf das habe ich hier keine Lust. Mir reicht erstmal das, was ich hier oben am Gebiet habe. Muss ich mal ehrlich so sagen. Ja, glaube ich dir. Tja, also meine geliebte Frau, mein geliebtes Weib, möchte nicht unbedingt mit mir, obwohl ich Poet bin. Wobei das Orléans halt eine Grafschaft wäre, eine ausgebaute. Ich weiß, das habe ich halt auch schon überlegt, aber das ist so ungünstig dort hinten. Meine Tochter ist volljährig.
Das liegt dort hinten so unfassbar ungünstig. Und ich bin recht zufrieden mit meiner Tochter. Die sieht eigentlich ein bisschen albern aus, aber die Werte sind ziemlich gut. Und mit ziemlich meine ich schon echt wirklich gut. Ja, meine Gattin ist schwanger. Warum ist denn jetzt hier bitte Münster quasi jetzt hier... Münster ist jetzt aquitanisch, aber gehört mit... Hä, das war seltsam. Hä? Münster ist gerade in die Farben, in das Rosa von Aquitanien getaucht worden. Jetzt ist es wieder normal. Das war das nicht vorher gerade aquitanisch? Ist das nicht... War das nicht? Nee. Das war schon Teil der, der Sache hier. Das war gerade ein bisschen komisch. Egal. Echt? Jedenfalls, meine Frau ist schwanger. Siehst du, alles gut. Ach, Gott sei Dank, ey. Vielleicht ist es sogar von dir. No. Davon, das hoffen wir doch mal sehr, Eure Hoheit. Wie sieht's denn bei dir jetzt hier unten aus? Nichts Neues. Außer meine Tochter ist halt volljährig und sieht ziemlich gut aus. Das ist schön. Wertetechnisch. Ich hatte einen Lewis-kranken Sohn. Interesse? Den kannst du mal nehmen und von mir aus in der Elbe versenken, ehrlich. Möchtest du uns ein paar abschließende Worte sprechen zu deinem... Ja, naja, also wie gesagt, in wenigen Sekunden wird jetzt hier hoffentlich der Krieg entschieden werden. Und dann bin ich schon mal König. Wie lange dauert denn eine Belagerung noch? Nicht mehr lange, dann müsste ich nur noch schnell diese 45 Mann dort oben noch besiegen, das wiederholen, das müsste jetzt nämlich hoffentlich reichen. Okay. Also, davon gehe ich jetzt irgendwie schwer aus. Jetzt bin ich wieder bei 94, ach so, da kann ich noch was erobern. Nee, ansonsten, wir verschieben uns auf die nächste Folge, alles gut. Alles gut, okay, also sprich abschließende Worte bitte. Ja, ich bin eigentlich zufrieden. Eigentlich? Ich bin eigentlich zufrieden, naja, gut, mal schauen, was jetzt so wird. Also, was mich natürlich richtig nervt, ist das mit Philibert hier. Also, der hat eigentlich relativ hoffnungsvoll angefangen und ist dann so ärgerlich. Naja, gut, weil wie gesagt, ich nehme nicht an, dass es mein Prinz jetzt noch lange machen wird. Warum hast du eigentlich deinen Sohn noch nicht, deinen Lewis-kranken Verrückten noch nicht eingesperrt und erledigt? Ich habe meinen Anspruch. Weil ich ihn nicht einsperren kann. Achso, okay, cool. Dann schauen wir uns das in der nächsten Folge an. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich kann...